Erwin Angerer, der Spitzenkandidat der FPÖ, und Sie haben ja hehre Ziele für die Wahl. Man hat gehört, als Landeshauptmann, das wäre Ihnen auch nicht unrecht, oder? Ja, zurzeit bin ich Bürgermeister hier in Mühldorf seit 20 Jahren und ich habe gesagt, Bürgermeister von Kärnten wäre auch ein schönes Amt. Und der Himmel über Kärnten wird ja blau heute, schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Jetzt haben wir heute auch schon den Herrn Kaiser gesehen, der war sehr früh unterwegs, hat gestern scheinbar noch bis mitten in die Nacht Wahl gekämpft, heute um 7 schon auf Social Media, um 8 ist er schon joggen gegangen. Wie hat denn Ihr Programm ausgesehen in den letzten 12 Stunden? Ich war auch unterwegs, am Abend noch bei uns in der Gemeinde, eine Abschlussveranstaltung eigentlich mit Freunden und Sympathisanten. Dann habe ich mir eigentlich ins Bett gelegt, habe ein bisschen ausgeschlafen und heute in der Früh um 5:30 aufgestanden, weil ich bin ja Wahlleiter auch hier in der Gemeinde und bin seit 7 im Amt. Sie werden aber nicht den ganzen Tag hier bleiben können, denn irgendwann wird es dann nach Klagenfurt gehen. Wie sieht denn der weitere Verlauf des Tages aus? Naja, um 3:15 fahre ich Richtung Klagenfurt. Wir sollten ja vor 4 Uhr in Klagenfurt sein, um 4 gibt es die erste Hochrechnung. Dann schauen wir mal, wie es ausschaut und dann gibt es einige Medientermine und am Schluss eine Abschlussveranstaltung mit unseren Wahlhelfern und unseren Kandidaten im Café Corso in Klagenfurt. Ab wie viel Prozent wird es ein rauschendes Fest? Also ein rauschendes Fest wird es gar nicht, glaube ich. Wir freuen uns über jeden Zuwachs. Wie man gesagt, so nah wie möglich an 30 wäre schön. Gestern habe ich 27 abgegeben, wäre schön, wenn wir das schaffen. Jetzt gibt es einen harten Kontrahenten, das Team Kärnten. Werden Sie da ganz genau schauen, wenn die ersten Hochrechnungen rauskommen, vermutlich? Na klar, also der Gerhard Köfer mit seinem Team Kärnten, ehemals Team Stronach, ist natürlich ein Gegner in Kärnten, den andere in anderen Bundesländern nicht haben. Der wird uns Stimmen kosten, vor allem der Christian Scheiner in Klagenfurt, den müssen wir leben, es ist so. Jetzt hat man in einem Interview mit Ihnen gehört, Sie könnten sich unter Umständen auch eine Freistaatregelung für Kärnten vorstellen, das hat ja auch schon der Herr Haider einmal ins Feld geführt. Was würden das ändern für die Kärntner? Nein, ändern wird es prinzipiell gar nichts. Also unser Zugang ist einfach, und das steht ja auch auf unserem Wahlprogramm, Kärnten zuerst. Es wird in der letzten Zeit sehr viel über die Länder und auch Gemeinden drüber gefahren von Wien aus. Diese Bevormundungspolitik von Wien aus, vor allem die ideologiegetriebene von den Grünen und die ÖVP lässt sie zu. Das soll man sich aus meiner Sicht nicht länger gefallen lassen. Und das ist einfach nur, um noch einmal dem Föderalismus einen Ausdruck zu geben und zu sagen, wir sind ein Freistaat und das ist ja auch in der Verfassung so festgehalten, dass die Länder eigenständig entscheiden, auch die Gemeinden eigenständig entscheiden und es natürlich gemeinsame Entscheidungen mit dem Bund gibt. Aber es kann nicht sein, dass von Wien aus alles diktiert wird. Jetzt kann man bei den letzten Landtagswahlen eigentlich einen Trend feststellen. Schmerzhaft ist das hauptsächlich für die ÖVP, für die FPÖ, teilweise sehr erfolgreich. Was glauben Sie, wie wird es für die ÖVP ausgehen hier in Kärnten? Wie haben die Kärntner das alles wahrgenommen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist? Ja, die Kärntner ÖVP fährt natürlich auf der Talfahrt, auf der sich die ÖVP befindet, bundesweit mit. Da kann der Martin Gruber wenig dagegen anrichten. Die Stimmung ist durchwegs negativ gegenüber der Bundesregierung. Ist auch klar, was da in Wien passiert ist in den letzten Jahren. Das ärgert viele Leute und das wird die ÖVP in Kärnten zu spüren bekommen. Wenn wir gerade beim Bund sind, da reden wir dann natürlich auch von den Grünen in der Regierung. Die werden vermutlich ziemlich zu kämpfen haben, dass sie die 5%-Hürde in Kärnten schaffen. Ja, es ist sicher ein Kampf zwischen SPÖ und Grünen um die Stimmen. Auch beim Team Köfer ist ja ein Vertreter der Slowenen mit dem Smirtnik mit auf der Liste. Der wird auch ein paar Stimmen kosten. Also die Grünen haben sicher nicht leicht, in den Landtag zu kommen hier in Kärnten. Dann bedanke ich mich einmal recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen Wahltag. Dankeschön. Aus dem wunderschönen Mühldorf, wo er der Bürgermeister ist, unser Erwin Angerer. Gerade gelobt von Andreas Mölzer über den grünen Klee als besonders sympathisch, besonders besonnen, aber nicht ganz einfach als Wählervermittler. Wie sehen Sie sich denn selber, Herr Angerer? Volkstribun sind Sie ja keiner. Ja, ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Volkstribun sein muss als Politiker. Es wird ja immer Sachlichkeit verlangt, auch von den Medien. Und ich glaube, dass die Menschen das schon sehen, wenn jemand sachliche Arbeit macht und was weiterbringt. Und das kann ich vorweisen in Mühldorf nach 20 Jahren, kommt man nicht so schlecht drüber. Sie sind ja unterstützt worden von Herbert Kickl. Ich habe gerade vorher im Gespräch mit Mölzer gesagt, der ist bei Ihnen eingeritten wie seinerzeit Napoleon bei seinem Italienfeldzug. Ja? Haben Sie ihn irgendwie ein bisschen napoleonhaft erlebt? Ich meine, der hat ja nun wirklich aufgedreht bei Ihnen. Der hat sogar den Bundespräsidenten als senile Mumie bezeichnet. Also ich habe den Napoleon nicht gekannt, obwohl auch Mühldorf eine Geschichte mit Napoleon hat. Gleich hier ums Eck hat ja Napoleon die Sachsenburg, die Burg,
die Burg mehrfach belagert und am Schluss dann auch von den Franzosen gesprengt worden. Aber ich würde Herbert Kickl mit Napoleon definitiv nicht vergleichen. Und das, was Sie erwähnt haben, diese Nennung des Bundespräsidenten, war auf der Ascher Mittwochrede in Ried. Also ich glaube, da wissen wir auch, wie auf solchen Reden, wie solche Reden stattfinden, auch in Bayern, wenn man den Herrn Söder anschaut, das war ja nicht viel freundlicher, was er seinen politischen Mitbewerbern ausgerichtet hat. Also das sollte man nicht überbewerten. Herr Angerer, Sie haben ja die Keckheit, wenn ich das so sagen darf, Sie treten ja heute um den Landeshauptmann an. Ich meine, Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit souveräner Zweiter werden, irgendwo zwischen 25% und 28% landen, nach allen Prognosen. Damit kann man Landeshauptmann werden, wenn der Peter Kaiser über 40% liegt, aber keine Mehrheit zusammenbringt, weil ihm die ÖVP zerbröselt. Ja, also wenn Peter Kaiser über 40% zu liegen kommt, muss man realistisch sein, dann wird es sehr schwierig, an Peter Kaiser vorbei einen Landeshauptmann zu installieren in Kärnten. Dann ist es wirklich nur der äußerste Notfall, wenn er keine Mehrheit zustande bringen würde im Kärntner Landtag, wovon ich nicht ausgehe. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Es ist so ein blauer, schöner Himmel. Sie sehen eben, wie mir die Sonne blendet heute in Kärnten. Vielleicht erleben wir doch noch ein kleines blaues Wunder. Und wenn bei beiden ein Dreier vorne stehen würde, dann schaut die Welt ein bisschen anders aus. Also ich warte mal bis am Abend, was rauskommt. Das habe ich mir gerade gedacht. Das heißt, das hat ja das Aber gefehlt. Sie meinten, aber wenn er unter 40% fällt, dann werden die Karten in Kärnten neu gemischt, wenn Kaiser unter 40% fällt. Ja, ich glaube, also es wird natürlich schon auch die stärkste Partei einmal die ersten Gespräche führen, aber die Situation ist dann natürlich eine ganz andere. Aber es ist ja alles nur Mutmaßung. Jetzt sind einmal die Wähler am Wort, schauen wir, was am Abend rauskommt. Morgen geht es darum, dass man für Kärnten eine tragfähige und starke Regierung aufstellt. Ich glaube, das ist unser aller Auftrag, den wir heute bekommen vom Wähler. Und wer dann auch immer in der Regierung sitzt, in der Landesregierung, wird dann einen Landeshauptmann stellen und für Kärnten arbeiten in den nächsten 5 Jahren. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Und jetzt bin ich wieder der besonnene Politiker, nicht der Marktschreier, aber ich bin so. Das Spannende, lieber Herr Angerer, ist ja, Sie haben am Schluss noch einen echten, wie soll man sagen, Gag oder ein wirkliches Stammtischthema in diesen Wahlkampf eingebracht. Den Kampf um die Windradeln, wenn ich das so sagen darf, das ist ja wirklich originell, dass dieser Wahlkampf jetzt vielleicht sogar in den ganz letzten Prozenten entschieden wird in der Frage, ob Kaiser und die Grünen Windräder in Kärnten pflanzen dürfen auf jede Bergspitze oder ob Sie als FPÖ das verhindern. Ja, danke, Schotte. Windräder in Kärnten. Also ich sage, ich bin ja nicht gegen Windräder, ich bin nur gegen Windräder in Kärnten. Also ich glaube, die Dinge gehören dorthin, wo sie Sinn machen. Das macht nicht Sinn auf Kärntner Bergen. Der Eingriff in die Natur ist aus meiner Sicht unverhältnismäßig. In dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde, wo ich gerade stehe, ist eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Österreichs nach Kaprun mit der Malta Hauptstufe, gemeinsam mit Dreiseck, dieses Kraftwerk alleine produziert mehr als 300 Windräder produzieren könnten. Also wir sollten hier 10% diese Nutzung der Wasserkraft steigern, dann haben wir mehr erreicht, als wir mit 100 Windrädern in Kärnten. Und deswegen bin ich einfach dagegen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, unsere Berge zu zerstören. Wir haben die Nockalmstraße, eine der schönsten Ausflugsziele, wo von überall her Leute kommen. Wir haben auf den Bergen wunderschöne Skigebiete und Almen. Da ist mir der Eingriff viel zu schade und viel zu wertvoll. Und deshalb bin ich einfach strikt gegen diese Windräder. Und man sollte diese Diskussion einfach sachlicher führen, weil wir ja auch wieder in eine Abhängigkeit kommen. Viele der Komponenten von diesen Windrädern und auch Photovoltaikpaneele kommen aus China. Und China ist auch genauso wie Russland, wo wir jetzt das Gas herkriegen, eine kommunistische Diktatur. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Also warum jetzt dieser brachiale Ausstieg aus der fossilen Energie mit Windrädern und Photovoltaik vorantreiben, verstehe ich nicht ganz. Und allerletzte Frage noch ganz kurz. Können Sie uns ganz kurz erklären, sollten Sie Landeshauptmann werden, dann wollen Sie aus Kärnten einen Freistaat machen. Was erwartet uns denn da? Ja, also der Name Freistaat, der ist
ich sage mal so, da stoßt vielleicht ein bisschen auf. Aber das ist gar nichts Schlimmes. Also die Frau Adelberger haben auch in ihrer Landesverfassung stehen, dass sie ein selbstständiger Staat sind. Und die Idee des Freistaats, die von Jörg Haider übernommen wurde, er wollte das ja auch machen, einfach diesen Namen Freistaat Kärnten in die Landesverfassung mit aufzunehmen, um einfach den Stellenwert der Länder gegenüber dem Bund in einem föderalen Staat Österreich noch einmal klar darzustellen. Wir können uns und wollen uns nicht von Wien aus alles vorgeben lassen und über uns drüber fahren lassen. Deshalb auch Kärnten zuerst. Jeder Landeshauptmann hat aus meiner Sicht oder jede Landeshauptfrau hat aus meiner Sicht als erstes ihre Bevölkerung und die Interessen ihres Bundeslandes zu vertreten. Und wir wollen nicht von Wien aus diktiert werden. Und das soll einfach das verstärken, dass Kärnten wieder eine starke Stimme hat in Wien und nicht gleich auf dem sogenannten Rutschingpaket, das Sie ja gut kennen, Herr Föllner, in Wien ausrutschen, wenn es einmal irgendwas gibt, wo es gegen die Bundesländer gibt. Welches Ergebnis hoffen Sie? Das Ergebnis so wird, wie unser Himmel ist heute in Kärnten, blau. Und ich hoffe immer noch auf ein kleines blaues Wunder. Das Große wird es vielleicht nicht werden, aber vielleicht ein kleines. Also ich habe gestern den Tipp abgegeben, 27. Das wäre schön, wenn wir das erreichen. Und wenn es drüber geht, dann freue ich mich nur umso mehr. Herr Angerer, was hat denn für Sie in Ihrem Wahlkampf besonders gut funktioniert und warum die anderen vielleicht abgelust, wie die jungen Leute heutzutage sagen würden? Also ich sage mal, unsere Mannschaft, und auf die bin ich wirklich stolz da in Kärnten, ist gelaufen von ersten bis zum letzten Tag, wirklich von Labermünd bis Heiligenblut geschlossen. Wir haben die Freiheitlichen in Kärnten wieder geschlossen. Es hat ja auch einige Unruhen gegeben im letzten Jahr und das haben wir alles bestreiten können. Wir sind eine Truppe unter Freunden und das hat wirklich Spaß gemacht, Wahlkampf zu machen. Und auch die Unterstützung von Herbert Kickl aus Wien war toll. Befindet sich ja österreichweit im Höhenflug, was die Umfragewerte betrifft. In Kärnten schaut es jetzt aus, als würde man eher stagnieren. Woran liegt denn das? Nein, wir stagnieren nicht. Also ich sage mal, wir haben das letzte Mal 23 gehabt, da sind wir schon auf einem hohen Niveau. Wir wollen noch das stärkste Bundesland bleiben. Die Niederösterreicher haben uns eine hohe Latte vorgelegt mit 24, keine Frage. Die wollen wir heute überspringen und das ist nicht stagnieren. Also wenn wir zulegen, dann werden wir nicht stagnieren und da gehe ich davon aus. Aber man muss sagen, 2009 hat damals das BZÖ 44% gehabt. Ja, da hat es Team Stronach oder Team Kärnten noch nicht gegeben. Es ist eine andere Situation, es sind andere Player am Platz. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir haben jetzt 10 Jahre SPÖ-regierte Landesregierung mit einem Landeshauptmann-Bonus natürlich, den der Peter Kaiser hat, den kann man auch nicht wegdiskutieren. Also wir sind ein rot geführtes Land zu den anderen, die schwarz geführt sind. Und die ÖVP wird heute sowieso ihr, würde man sagen, einen schwarzen Tag erleben, würde ich mal sagen, in Kärnten. Sie würden ja gerne Landeshauptmann werden. Mit wem könnten Sie sich das denn vorstellen, wenn die Zahlen passen? Wir sind die Einzigen, die niemanden ausschließen. Ich bin zwar schon von 2 ausgeschlossen worden, von der Grünen Olga Vogler. Ich mag sie zwar persönlich gern, sie sagt es auch immer, sie mag mich persönlich gern, aber politisch sind Welten zwischen uns und das wird sich auch nicht ändern. Und die Neos haben uns auch ausgeschlossen, aber wir schließen niemanden aus. Geht uns auch nicht um einen Posten. Wenn es der Landeshauptmann sein soll, ich habe immer gesagt, der Stärkste wird natürlich die Verhandlungen führen. Aber es muss einer eine Mehrheit zustande bringen im Landtag. Und wer das ist am Schluss, werden wir sehen. Also es kann auch sein, dass nicht der Stärkste den Landeshauptmann stellt. Eines Ihrer Kernthemen war ja die Corona-Debatte bzw. die Regelungen der Regierung und vor allem, was aus Wien so gekommen ist. Was glauben Sie, was wird MFG bzw. was von MFG übergeblieben ist, nämlich Vision, heute noch erreichen können? Also ich glaube, das sind nicht mehr viel erreichen. Sie sind auch keine konstante Kraft in Österreich, weil sie ja nur punktuell vertreten sind. Sie sind jetzt in Oberösterreich vertreten, in Kärnten haben sie sich eh schon wieder zerstritten und da gibt es die MFG ja nicht mehr, sondern diese Vision. Macht auch keinen Sinn, sie zu wählen, weil sie, wie gesagt, keine Kraft auf den Boden bringen. Wir sind in Kärnten, wir sind in Wien vertreten, wir sind auch auf EU-Ebene vertreten und wir waren die, die wirklich gegen diese Maßnahmen gekämpft haben, vom ersten bis zum letzten Tag, haben viel Kritik einstecken müssen dafür, vor allem der Herbert Kickl, aber am Schluss war es richtig und es war für mich auch überraschend, wie tief das bei den Menschen noch drinnen ist, auch da in Kärnten und die werden sich heute überlegen, wen sie wählen. Was sagen Sie eigentlich zu einer möglichen Koalition aus FPÖ, ÖVP und Team Kärnten? Das ist eine mögliche Koalition, wie Sie gesagt haben. Aber ich habe es eh schon beantwortet vorher. Ich glaube, der Stärkste, und das wird die SPÖ sein heute, wird einmal die Gespräche führen. Es war aber auch die SPÖ und die ÖVP, die den Proporz in Kärnten abgeschafft haben. Sonst wären ja alle Parteien, die eine gewisse Stärke haben, in der Landesregierung vertreten. Das ist nicht mehr und dann gilt es, eine Mehrheit zu finden. Und wer eine Mehrheit im Landtag zustande bringt, der wird auch den Landeshauptmann stellen. Jetzt hat es in den letzten Jahrzehnten die eine oder andere Krise in Kärnten gegeben, den einen oder anderen Skandal. In der Zeit jetzt vom Herrn Landeshauptmann Kaiser war das eher weniger. Wie sehr kann denn das bei den Kärntnern auf sein Konto einzahlen?
Na, freilich. Also Peter Kaiser, sagen auch einige, er hat es ja nicht so schlecht gemacht. Aber man ruht sich jetzt 10 Jahre auf den aus, was Jörg Haider großteils in Kärnten hinterlassen hat, als an Positiven hinterlassen hat. Und da sage ich jetzt einmal nur die Qualmbahn oder den Lakeside Park als eines der Projekte. Der Pyramidenkogel ist ein sichtbares Projekt von Jörg Haider, noch eines der letzten am Wörthersee. Und die letzten 10 Jahre ist nicht viel passiert. Also wir sind wieder eigentlich in der Parteipolitik gelandet, die es unter Wagner gegeben hat. Und das muss man wieder ändern. Jetzt sind viele Entwicklungen am Start. Die Grünen zum Beispiel haben sich rein aufs Klimathema konzentriert. Die FPÖ ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass das eines ihrer Top-Themen ist. Aber muss schon was passieren, auch in den nächsten 10, 20 Jahren, oder? Ja, selbstverständlich. Aber zwischen Klimaschutz und Umweltschutz mit Hausverstand ist halt ein Unterschied. Die Menschen bei uns in unserer Gegend, ich glaube, Sie haben es jetzt ein bisschen kennengelernt, gestern und heute, wir sind ja keine Umweltsünder da. Wir leben mit der Natur, das über Jahrhunderte, und wir werden noch weitere Jahrhunderte unsere Gesellschaft und unsere Leute hier mit der Natur leben, im Einklang mit der Natur. Aber das muss immer mit Hausverstand passieren und mit sozial und wirtschaftlich verträglichen Maßnahmen. Also Windräder auf Kärntner Bergen werden das Klima nicht retten. Da muss man global was machen. Da sollte man eher in China ein bisschen Gas geben. Die haben noch 1000 Kohlekraftwerke im Einsatz und wollen noch 600 bauen. Jetzt waren die Cleaner Klima vor allem in Wien, also die letzte Generation, wie sie richtig heißt, ein ganz, ganz großes Thema. Wie würden Sie gerne mit Klimaklebern in Kärnten umgehen? Also ich würde mit Ihnen gerne eine Diskussion führen und Sie davon überzeugen, dass das wenig Sinn macht. Einer älteren Generation, die dieses Land aufgebaut hat, die hier für Wohlstand gesorgt haben, die alle heute konsumieren können, mit iPads und E-Scootern dann zum Klimaklebeprotest fahren, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich habe gesagt, Sie sollen eher darüber nachdenken, was die Alten geschafft haben, und Sie nicht kritisieren. Abschließende Frage, Sie sind hier heute auch als Wahlhelfer natürlich tätig. Wann werden Sie von hier dann nach Klagenfurt fahren? Also kurz vor 3 werde ich hier starten, damit ich kurz vor 4 pünktlich unten bin zur ersten Hochrechnung. Werden wir schauen, wie aussagekräftig die ist, weil ja natürlich Klagenfurt und Villach fehlt. Und das ist natürlich schon entscheidend, vor allem auch für uns entscheidend, für unser Ergebnis in Klagenfurt. Wir haben mit Christian Scheider leider einen Freiheitlichen, der für Gerhard Köfer diesmal Wahl kämpft. Und das tut uns weh natürlich in Klagenfurt. Das ist auch eine Erklärung, warum wir in Kärnten vielleicht nicht so stark zulegen können. Und dann schauen wir weiter, was am Abend passiert. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das ausführliche Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Wahltag. Ihnen auch. Danke, dass Sie noch Müll aufgekommen sind. Dankeschön. Und damit zurück ins Studio.